Diesen Videobeitrag widmet Ihnen Neue Erde Film, Ihr Ansprechpartner bei Videoclips. Also unser Anliegen war, dass wir dieses Jahrhundertvorhaben für uns in Berchtesdorf, nämlich die Adaptierung unserer Burg, unseres Wahrzeichens, ein publizistisches Denkmal setzen wollten, einfach ein bisschen den Prozess zu erläutern, wie das Ganze funktioniert hat. Wie sind wir denn überhaupt an das Projekt herangegangen? Welche Planungsideen gab es? Wer war aller beteiligt? Welche Hürden gab es zu überwinden? Wie war dann die Bauphase? Natürlich dann auch die Fertigstellungsphase, wie ist das mit den Finanzen gegangen? Also alles, was zu so einem sehr komplexen Bauwerk gehört und zu so einem sehr, sehr großen Projekt zu beleuchten und natürlich auch alle Akteurinnen und Akteure, die hier beigetragen haben, zu Wort bzw. in dem Fall zu Schrift kommen zu lassen. Es gibt einen historischen Teil. Den hat mein Kollege Gregor Gatscher-Riedl verfasst. Er beschäftigt sich mit der Nutzungsgeschichte durch die Jahrhunderte. Dann gibt es einen Beitrag aus denkmalpflegerischer Sicht vom Bundesdenkmalamt. Dann sind zu Wort gekommen die Architekten, die den Architekturwettbewerb gewonnen haben. Der Herr Bürgermeister und die zuständige Referentin, die Frau Vizebürgermeisterin, Brigitte Sommerbauer. Ich habe dazu auch einen Beitrag verfassen dürfen. Ich habe den Fokus sehr stark auf das 20. Jahrhundert gelegt. Das Schöne daran ist, dass die Vielfalt gestiegen ist. Auch vorher war das die Heimat unserer Traditionsbälle im Ort und mancher Kulturveranstaltungen. Heute haben wir natürlich eine Vielfalt von der Firmenfeier über die Hochzeitsfeier, Familienfeiern aller Art bis hin zu Kleinkunst, Kabarett, Musikprogramm. Das Buch gibt es im Buchhandel, im örtlichen, also im Buchladen Falte, und natürlich gibt es auch in unserem Infocenter. Diesen Videobeitrag widmete Ihnen Neue Erde Film, Ihr Ansprechpartner bei Videoclips.